Auszeichnung der Europa-Union Deutschland und in Anerkennung für außergewöhnliche Verdienste um die Einigung Europas, Professor Dr. Hans-Gerd Pöttering, MDEP, Europa-Union Deutschland, der Präsident Gerling, im 5. Dezember 2009. Widerspruch.
Aber, meine Damen und Herren, als über diesen Antrag abgestimmt wurde, an einem Samstagmittag waren die Kritiker nicht mehr da. Wir haben auf unseren Stühlen gesessen, wir haben abgestimmt und dann am Ende haben wir die Mehrheit bekommen und es hat dann am Ende auch den Konvent gegeben. Und dann im Januar, damit Sie sehen, ich mache hier keine Parteipolitik, im Januar dann in Straßburg kam der damalige Vorsitzende des Konstitutionellen Ausschusses, der jetzige Staatspräsident Italiens, Giorgio Napolitano, auf mich zu und sagte, toll, was Sie da beschlossen haben in Berlin. Und ich habe ihm gesagt, lieber Herr Kollege Napolitano, machen Sie dasselbe in Ihrer sozialdemokratischen Parteienfamilie. Dann haben die anderen, die Sozialdemokraten, die Liberalen, dann auch die Grünen, schrittweise das Gleiche getan und so kam der Konvent. Und Sie alle wissen, was dann mit dem Verfassungsvertrag schließlich geschah und wie dann in den Niederlanden auch wir nach dem Verfassungsreferendum in Frankreich bedauerlicherweise ein Nein bekamen. Und vor 14 Tagen bei den, oder es ist jetzt etwas länger schon her, fast 4 Wochen, bei den Feierlichkeiten in Berlin, 20 Jahre Mauerfall, kam ein Mann auf mich zu und sagte, ich war schon mal in Ihrem Arbeitszimmer, als Sie Fraktionsvorsitzender waren. Und er war der Botschafter eines Landes, ich will jetzt nicht nachkarten, deswegen nenne ich das Land nicht und nenne auch die Namen der Personen nicht. Und ich war mit meinem Außenminister bei Ihnen, Sie waren noch Fraktionsvorsitzender. Und mein Außenminister hatte einige Leute dabei. Und Sie hatten meinen Außenminister kritisiert, weil er gesagt hatte, jetzt ist der Verfassungsvertrag und die Reform der Europäischen Union tot. Und ich habe mich dem damals widersetzt. Zusammen mit vielen Kolleginnen und Kollegen, auch mit Elmar Brok, der mir ja 1999 nachgefolgt ist in dem Amt des Präsidenten der Europa-Union Deutschland. Und ich habe 1999 nicht wieder kandidiert, weil ich den Fraktionsvorsitz übernommen habe. Man muss sich immer auf eine Aufgabe dann konzentrieren. Und wir haben dann gefochten dafür, dass es eine neue Lösung gab und das war der Vertrag von Lissabon. Und liebe Freunde, ich sage Ihnen ganz aufrichtig, wir können froh darüber sein, dass wir jetzt diesen Vertrag haben. Und wenn 1979 viele Personen gesagt haben, warum kandidierst du für das Europäische Parlament? Du hast doch dort nichts zu sagen, was in dieser Form so nicht stimmt, aber wir waren bei der Gesetzgebung null, bei dem Punkt null. Wir hatten keinerlei Gesetzgebungsbefugnis. Und heute, mit dem Vertrag von Lissabon, gibt es kaum noch einen Bereich, in dem das Europäische Parlament ausgeschlossen ist von der Gesetzgebung. Das ist eine gewaltige Entwicklung, auf die wir stolz sein können. Und Peter Altmaier, und gestatten Sie mir, dass ich das noch hinzufüge, hat vom Klimaschutz gesprochen. Ich habe mit diesem Füller und sage meinen Freunden aus Niedersachsen, unserem Landesvorsitzenden Zapf und allen, dies ein Geschenk des Niedersächsischen Fußballverbandes. Ein solches Geschenk darf man annehmen und auch behalten. Und damit habe ich im März die europäische Klimaschutzgesetzgebung unterzeichnet. Und liebe Freunde, wir reden immer davon, dass Amerika die Führung hat, dass Amerika stark ist. Ja, wir sind Freunde Amerikas, aber bei der Klimaschutzgesetzgebung, und viele mögen es auch Bewahrung der Schöpfung nennen, haben wir Europäer die Führung übernommen. Wir sollten es sagen und wir sollten stolz darauf sein, dass wir diese Führung übernommen haben. Nicht am Ziel, wie man im persönlichen Leben und in der Politik niemals am Ziel ist. Deswegen haben wir eine große Aufgabe auch vor uns. Und ich will das Amt, in das ich gestern gewählt wurde, nämlich den Vorsitz zu haben in der Konrad-Adenauer-Stiftung, auch dazu nutzen, dass die Europa-Idee zusammen natürlich mit den anderen Stiftungen ein Kernpunkt der Arbeit unserer Parteien in der Bundesrepublik Deutschland und der Stiftung dieser Parteien bleibt.